bei einer Gärung lasse ich euch auch zuschauen. Wenn ich Gärung verleime, wird das dann noch spannender. Beim Gärungsschneiden sind wir jetzt angekommen, denn die Türen und die Ladenblenden will ich natürlich mit Gärung machen. Das soll ja was herzeigen. Ich habe jetzt schon alles geschnitten. Nur noch bei diesen kleinen habe ich mir die Lenkseite noch aufgehoben. Hier habe ich ein Muster schon gemacht. Ich habe mir hier eine Leiste hergespannt und die Gärung geschnitten. Jetzt weiß ich, wenn ich hier bündig gehe, mit einem geschnittenen kann ich mir hinten was hingeben, hinten meinen Anschlag hingeben und das passt ganz genau, weil ich vorne bündig bin. Hier habe ich jetzt meinen Anschlag und hier bin ich genau bündig. So. Jetzt muss ich mir noch ein paar ablenken, dass ich die Gärung habe. Die Blumen sind in der Erde. Der liebe Arkes ist in der Pferde. Das Haus, das steht am Berg. Dann kann ich mir das herhalten. Berg, roter Berg auf der Erde. Die Bäume sind so toll. Ja, und jetzt muss ich bei diesen Teilen die Gärung leimen. Jetzt haben wir gesehen, wie wir so eine Gärung schneiden auf der Formatkreissäge. Mit der Kappsäge würde es eventuell auch gehen, wenn man einen Anschlag hat, damit man wirklich wiederholgenau schneiden kann. Man erspart sich dadurch sehr viel Arbeit und die Kappsäge sollte nicht ausgeschlagen sein. Bei den meisten Modellen ist es so, dass quasi das Sägeblatt mit dem Griff, also dass der Körper quasi ein wenig Spiel hat. Bei meiner Kappsäge kann man das gut sehen. Hier, das ist sicher ein Grad oder zumindest ein halber Grad und bei einer Gärung hier ein halber Grad und hier ist schon ein Grad und daher wird man keine guten Schnitte zusammenbekommen. Die Anleimer sind so gerichtet, dass sie oben und unten circa jeweils 1,5-2 mm nach vorschauen. Das ist wichtig, denn es ist besser vorschauen, wie wenn es zurückschaut und dann müsste man die ganze Platte so weit nach unten schleifen. Also das ist ein Blödsinn. Es soll vorschauen, auch nicht zu viel. Wenn es jetzt 10 cm vorschauen würde, wäre das unnötiger Verschnitt und die Gefahr, dass es ausreißt beim Bündigfräsen, ist natürlich höher, dass was wegsplittert, wie wenn es weniger ist. Kann natürlich hier genauso sein. Jetzt habe ich hier so 1,5-2 mm Backel, die lege ich unten her und wenn ich das jetzt raufleime, schaut mir das automatisch unten und oben jeweils 1,5 mm vor. Dann brauche ich nicht mehr aufpassen, denn diese Gärung zu verleimen ist etwas komplizierter wie gerade verleimt. Ich zeige euch noch eine Furnier. Hier, das ist eine 0,9 mm Kirschfurnier und das wird dann hier quasi raufgeleimt. Ich werde beim Verleimen die ganzen Ladenblenden nebeneinander geben, dass ein Blatt durchläuft. Dann schaut das aus, wie wenn das aus einem Stück Holz wäre. Hier meine langen Anleimer, hier die kurzen. Schaue ich nach den schönsten. Hier ist so ein kleiner Ast, das lege ich weg. Dann brauche ich dieses Beilagholz, einmal und zweimal und für die kurzen Seiten, diese zwei kurzen, die habe ich mir alle schon gerichtet. Die Sonne liebe ich und der Himmel, der liebt mich. Und ohne was aber, wir sind ja so schön und so toll, so super sexy geil, wir sind ja so schön und so toll, so reich und oh. Die Hirnhölzer, die Gärungen quasi hier anleimen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Man sieht, es passt sehr genau. Jetzt kommen noch die Beilaghölzer. Ja, meine Blase ist voll. Ja, die Sonne liebe ich. Ich drehe das Ganze um. Dann stellt man fest, dass hier der Druck noch nicht perfekt ist. Wir sind ja so schön und so toll. Wie der Hanse. Wir sind ja so schön und so toll. In Hintersee, Mane. Wir sind ja so schön und so toll. So reich und sexy. Wir sind ja so schön und toll. Wenn überall schön der Leim herauskommt, weiß ich, es liegt überall an. Hier schreibe ich mir die Zeit noch drauf. 12.30 Uhr. Natürlich kann man sagen, das ist etwas übertrieben mit diesen vielen Schraubzwingen. Ja, ist es auch irgendwie. Aber andererseits wieder, wenn es nicht 100% überall angepresst wird, ist die Winkligkeit nicht mehr gegeben. Das ist bei so dünnen Leisten wie hier, also Anleimer mit 5 mm, sehr schnell der Fall. Daher habe ich das einfach ordentlich überall angepresst und dann kann dieses Problem nicht auftauchen. Und es ist wirklich im Winkel nach dem Verleimen und das ist ja das Wichtigste.
Und das lassen wir jetzt trocknen. Ich leime die nächsten in der Zwischenzeit. Der Diesel, der ist im Tank. Die Dieselhose, die hängt im Schrank. Die Kirche, die steht am Grund. Und mein Nachbar, der hat einen Dalmatinerhund. Da die Bäume sind so toll. Ja, meine Blase ist voll. Ja, die Sonne liebe ich. Und der Himmel, der liebt mich. Wir sind ja so schön und so toll. Wir saufen Bordeaux. Wir sind ja so schön und so toll. Und Silikon. Wir sind ja so schön und so toll. Jetzt ist das verleimt. Aber auf jeden Fall, jetzt leime ich alles und dann fräsen wir das bündig. Oder hobeln. Das werden wir sehen. Wie meistens kommt man im Laufe der Arbeit drauf, dass es eine Möglichkeit gibt, die einem die Arbeit erleichtert. Und ich habe da jetzt einfach was entwickelt, das heißt das hafnerische Zusammenklebsystem. Beim Korpuszusammenbau verwendet man das, dass man das verkehrt auflegt, die Teile, und dann hinten ein Klebeband gibt. Das ist ein extra Klebeband, das für sowas gehört. Das kann man anspannen und dadurch entwickelt es einen leichten Zug oder einen starken Zug, keine Ahnung, auf jeden Fall einen Zug. Und dann habe ich so eine Wurst. Und ihr werdet sehen, das geht dann etwas leichter. Und Silikon, wir sind ja so schön und so toll. Wir sind so super geil, wir sind ja so schön und toll. Die Gärungen leime ich natürlich auch. Und jetzt stelle ich das einfach hier rauf, teile mir das schön auf. Zack, erste Teil. Und durch dieses Klebeband hat das eine Spannung. Und jetzt muss ich nur hier noch Zug aufbringen. Theoretisch würde es jetzt so schon passen. Aber ich werde trotzdem noch, na, das ist keine gute Idee, ich werde trotzdem noch ein Backel geben. Hier an den Gärungen noch. So geht es natürlich auch. Wollte ich noch zeigen. Und schon wieder muss die Fräse getunt werden. Ich muss mir hier einen Anschlag bauen, wo ich mit meinem Brett anstehe und unten schaut der Anleimer quasi vor und wird weggefräst. Also der Fräser muss dann bündig mit dieser Platte sein. Zuerst muss ich das so bauen, dass ich hier in diese D-Nut hinein kann. Werde ich mir von den Originalschienen, die normal da drinnen sind, werde ich mir das hier anzeichnen. Also wo die Bohrung genau sein muss. Das fängt schon sehr ungenau an. Jetzt werde ich hier hineinbohren, denn ich muss den Schraubenkopf versenken, sonst ist er mir im Weg. Jetzt ist die Maschine ganz schmutzig, das gefällt mir nicht. So, jetzt kommt der nächste Bohrer hinein. Mit dem bohre ich durch, dass ich die Schraube durchgeben kann. Und jetzt sollte das funktionieren, wenn ich das hier reingebe. Falls es ein Blödsinn ist, was ich hier mache, werde ich euch das sowieso nicht sagen. Dann schneide ich das weg, dann seht ihr das wieder gar nicht. Ha! Ah, das war's. Jetzt fahre ich da nach hinten, bis ich bündig mit dem Fräser bin. Jetzt ziehe ich das an. Hier dasselbe. So. Das hält mega. Und jetzt muss ich nur herausfahren, bis ich hier bündig bin. Ich habe mir jetzt hier quasi einen Anlaufring gebaut. Also hier steht mein Brett an und hier unten schaut der Anleimer vor. Und der Fräser nimmt das unten weg, was vorschaut. Das hier ist mein Vorsprung, was sein kann. Ansonsten muss ich zweimal durchfahren. Jetzt werden wir eine Testfräsung machen. Hier schaut der Anleimer vor. Überall. Und jetzt schauen wir, ob das so funktioniert. Hier kann man es erkennen, ein wenig zu viel habe ich weggefräst. Da geht es um einen Hauch, das würde eigentlich weggeschliffen werden. Ich stelle es lieber ein wenig um. So, nächster Versuch. Wir saufen Bordeaux.
wir sind ja so schön und so toll. Und Silikon, wir sind ja so schön und so toll. Wir sind so super geil, wir sind ja so schön und toll. Das Fleisch ist in der Haut, ey, ey, und ey. Im Boden da ist das Sauerkraut. Oh, oh, oh. Der Braten ist in der Rehe. Oh, oh. Das funktioniert nicht. Die kleinen Kinder so stark gern, oh, die Bäume sind so toll. Ja, meine Blase ist voll. Das sind jetzt die Vorbereitungen, die ich habe quasi fürs Furnieren. Und beim Furnieren brauche ich dann nur mehr schleifen, das mache ich am selben Tag. Dann wird geschliffen und furniert. Auf jeden Fall werde ich noch den Vorritzer, so ein Fräskopf hat einen Vorritzer, und mit dem mache ich mir eine Markierung hinein, die ist mir etwas zu tief. Den werde ich noch demontieren und dann werde ich alle Fräsen. Hier habe ich versucht, das Hirnholz, das klappt nicht 100%, das werde ich schneiden müssen mit der Kreissäge. Dann kommt hier der nächste Anleimer drauf und dann kann ich den auch wieder bündig fräsen. Wenn ich den jetzt gleich hierher gegeben hätte, wäre er weggerissen, wenn ich beim Einsetzen in das Hirnholz gefahren wäre. Auf jeden Fall war es das jetzt mit den Vorbereitungen fürs Furnieren. Das ist wirklich viel Arbeit. Man glaubt, das leimt man drauf und man ist fertig. Und die Ecken, die ich nicht fräsen kann, werde ich mit der Bahnschleifmaschine bündig schleifen. Also mit der Handbahnschleifmaschine. Ich sage danke, ich hoffe, das war jetzt interessant für euch. So Furniervorbereitungs- und Furnierarbeiten wird im Hobbybereich nicht jeder machen. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Und ja, für mich ist das auch fast das erste Mal. Ich sage danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid wieder. Wir sehen uns dann nächste Woche, wenn ihr einschaltet. Sowieso Daumen rauf, weil es eh wurscht ist. Also wenn es euch egal ist, ist ja eh alles egal. Drückt Daumen rauf und dann schaut bitte die anderen Videos alle und drückt auch Daumen rauf. Ich freue mich sehr, ich will, Jahresende will ich 12 Daumen nach oben haben. Ich höre auf zu reden, ich sage Baba, tschüss, bis zum nächsten Mal, danke.